So, heute mal wieder an meinem Z4. Einige von euch werden mein erstes Video zu der quietschenden Mittelarmlehne gesehen haben und auch gehört haben. Und ich habe jetzt eine Lösung dafür gemacht. Und wie ihr merken könnt, hier quietscht nichts mehr, egal wie fest ich drauf drücke. Und ich habe das wirklich sehr sauber gelöst, wie ich finde. Ich habe da zusammen mit meinem Bruder was gebastelt. Ich habe hier schwarzen Filz gekauft, deswegen fällt auch sehr gering auf und dadurch ergibt sich hier einfach so ein kleinerer Abstand und das Ganze kann jetzt einfach nicht mehr knacken und hier oben haben wir auch noch so ein paar kleine Dreiecke ausgeschnitten, die dann hier drauf kommen und ja, dementsprechend das Teil schließt jetzt wirklich sehr sauber, bündig und dementsprechend haben wir kein nerviges Quietschen mehr. Und das ist wirklich eine ganz gute Lösung. Hat auch nur ein paar Euro gekostet für dieses Material. Was mir wichtig war, man hätte das natürlich in mehreren Stücken hier einschneiden, ein Stück und noch eins nehmen können, also drei Stücke. Ich habe das aber aus einem Teil, beziehungsweise mein Bruder, gefertigt und mir ganz schön eine Rundung geschnitten hier auch, haben das aufgezeichnet. War eine längere Arbeit von, ich sag mal, einer Dreiviertelstunde, eine Stunde. Aber da bin ich perfektionistisch und das gefällt mir dann doch deutlich besser, als wenn das so dahingeklatscht aus drei Teilen wäre. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch dieses Filzzeug. Hat eine Dicke, ich glaube, von ca. 3 mm oder 4. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder 2,5, irgendwie sowas. Unten in die Infobox unterhalb des Videos. Dann könnt ihr euch das auch bestellen. Dann werdet ihr diese nervigen Geräusche auch los. Und jo, wenn es euch gefallen hat, das Video, Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Ciao.